Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Spielerezensionsvideo. Mein Name ist Dennis Matthias. Heute habe ich dir Papillon mitgebracht. Das Französisch bedeutet Schmetterling. Ist ein Spiel von Colossal Games für 2 bis 4 Spieler mit einer angegebenen Spieldauer von 30 bis 60 Minuten. Weil 60 Minuten schon sehr hoch gegriffen ist, brauchen wir vielleicht beim ersten Spiel, wenn man noch etwas überlegen muss. Bei den meisten unserer Testspiele haben wir 30 bis 45 Minuten gebraucht. Angegebene Spieldauer 14 plus, meines Erachtens auch hoch, also ist durchaus auch geeignet für jüngere Spieler. Und erschienen ist das Spiel in englischer und französischer Sprache. Beide Anleitungen befinden sich in der Box. Das Spiel kombiniert Tile-Laying und Area Control. Das machen wir bei Papillon. Wir bauen einen Blumengarten und locken damit Schmetterlinge zu unterschiedlichen Blumen. Aber das Spiel kann durchaus nicht nur Schmetterlinge anlocken, sondern auch Spieler. Enthält wirklich schönes Spielmaterial. Das hier ist übrigens die Kickstarter Deluxe-Variante mit Pappschuber. So sieht die normale Box dann aus. Im Spiel enthalten sind auch Holzfiguren und zusätzliches Spielmaterial. Das zeige ich dir gleich gerne auch alles. Wir werden anschließend dann auch noch einen Blick werfen auf die Erweiterung Beyond the Meadows. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das Schmuckstück doch einmal an. So, ich hoffe, ich habe nicht allzu viel versprochen, als ich gesagt habe, dass Papillon mit sehr attraktivem Spielmaterial an den Tisch lockt. Das ist wie gesagt die Deluxe-Variante mit den hölzernen Gartenzwergen hier und auch diese hölzernen Raupen. Die normale Variante kommt mit diesen Token hier. Bei Papillon geht es wie gesagt darum, dass wir mit den, die sich derzeit hier in der Auslage befindenden Tiles, unseren Blumengarten gründen und unsere Schmetterlinge dann zu diesen Blumen hier schicken, um diese zu bevölkern und uns am Ende des Spiels Siegpunkte zu bescheren. Die Startreihenfolge hier oben wird zufällig ermittelt. Der erste Spieler steht rechts. Papillon spielt man in 8 Runden. Das sieht man auch anhand dieser 8 Gartenzwerge hier unten. Die sind unter anderem die Rundenmarker. Und jede Runde besteht aus 4 Phasen, die wir uns jetzt einmal anschauen wollen. In der Preparation Phase, das ist die erste Phase, wird diese Auslage mit Tiles bestückt. Dazu werden einfach Tiles aus diesem Sack hier gezogen. Das haben wir jetzt schon einmal getan. Und auf jedes Teil, was einen Wurm aufweist, wird ein Wurm aus dem Vorrat platziert. Zusätzlich wird der erste Gnom von diesem Feld genommen. Dadurch wird hier auch die Rundenanzeige frei. Das heißt, wir befinden uns in der Runde 1. Und jeder Zwerg hat auf der Rückseite eine Zahl. Hier sehen wir jetzt eine 1. Das heißt, dass wir zu diesem Zwerg hier noch eine Raupe aus dem Vorrat legen. Am Schluss der Preparation Phase dürfen jetzt die Spieler Raupen aus dem Vorrat bieten, um sich hier oben auf der Leiste zu positionieren. Wer am weitesten rechts steht, darf als erstes Tiles aus der Auslage wählen. Das heißt, wir könnten uns jetzt zum Beispiel dazu entscheiden, 3 Würmer aus unserem Vorrat zu bezahlen und uns entsprechend auf dieses Feld hier zu setzen. Der nächste Spieler, der grüne Spieler, könnte sich jetzt dazu entscheiden, ebenfalls Raupen zu bezahlen oder aber keine Raupe zu zahlen. Dazu muss er sich auf das als erste freie Feld der Nuller rechts platzieren, das heißt hier, und würde dann am Ende dieser Bidding Phase einen Wurm aus der Auslage bekommen. Würde Rosa sich jetzt ebenfalls dazu entscheiden, 0 Raupen zu bezahlen, das nächste freie Feld, das am weitesten rechts liegt, und würde dann 2 Raupen aus dem Vorrat bekommen. Damit endet dann auch die Preparation Phase und es kommt zur Drafting Phase. Das heißt, der Spieler, der sich am weitesten rechts befindet, das sind jetzt wir, darf sich jetzt eine Zeile oder eine Spalte auswählen und alle Teils aus dieser entsprechenden Zeile oder Spalte nehmen. Die Raupen, die sich darauf befinden, werden ebenfalls genommen, dem Vorrat hinzugefügt, sodass man mehr Raupen zur Verfügung hat, um in der nächsten Bidding Phase auf die Spielreihenfolge zu platzieren. Entscheidet man sich für eine Spalte oder eine Zeile, wo dieser Gartenzwerg liegt, wird ebenfalls die Raupe und der Gartenzwerg mitgenommen. Der Gartenzwerg bringt ebenfalls Vorteile, darauf komme ich dann nachher noch zu sprechen. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wir würden hier diese Zeile hier nehmen, nehmen diese Raupe und würden entsprechend diese 4 Teils für uns gewinnen. Die anderen Spieler werden dann ran, zuerst grün, dann rosa. Zieht ein Spieler nur ein Teil aus der Auslage, darf er noch zusätzlich ein zufälliges Teil aus dem Beutel ziehen. Nach der Drafting Phase kommt es dann zur Gardening Phase. In der Gardening Phase werden dann die Tiles platziert. Das heißt, wir bauen jetzt unseren Garten und versuchen, hier zusammenliegende, geschlossene Blumenfelder zu bekommen.
In diesem Fall hätten wir jetzt also das rote Blumenfeld geschlossen mit zwei Tiles und das lila Blumenfeld geschlossen mit drei Tiles. Sobald man ein Blumenfeld geschlossen hat, das heißt, man hat nicht die Möglichkeit, noch irgendein Teil anzulegen, legt man entsprechend einen Schmetterling hier drauf, um zu zeigen, dass dieses Feld in dieser Runde geschlossen wurde. Nach der Gardening Phase kommt es zur Pollination Phase. Die wird ausgeführt in umgekehrter Initiativreihenfolge. Das heißt, Rosa würde jetzt anfangen, dann Grün und schließlich wären wir dran. In dieser Phase nehmen wir jetzt unsere Schmetterlinge und platzieren sie an die Blumen. Nehmen wir dieses rote Feld. Wir haben zwei Tiles, um dieses Feld zu schließen. Wir nehmen also einen Schmetterling, dürfen ihn an eins dieser roten Blumen dran klammern. Damit zeigen wir dann unsere Dominanz in Anführungsstrichen für diese Blumen. Wir haben noch einen Schmetterling für das lilafarbene Feld, setzen den hier entsprechend an die lila Blume. Und sobald man ein Blumenfeld schließt mit drei oder mehr Tiles und es befindet sich noch bei dieser Blume dieser Bonusmarker, darf man sofort diesen Bonusmarker nehmen und darf noch einen zusätzlichen Schmetterling aus seinem Vorrat an diese Blume platzieren. Das heißt, hier hätten wir direkt schon zwei Schmetterlinge und entsprechend mehr Dominanz. Warum ist diese Dominanz wichtig? Wir sehen hier unten bei den Blumen Werte stehen. Das sind die Siegpunkte, die man am Ende des Spiels bekommt, in Abhängigkeit davon, wie viele Schmetterlinge man an diesen Blumen hat. Der Spieler, der am meisten Schmetterlinge an der Blume hat, bekommt den höchsten Wert, in diesem Fall 11. Der die zweitmeisten hat, 8 und so weiter und so fort. Damit ist die erste Runde dann auch beendet. Wie gesagt, das Spiel wird in 8 Runden gespielt. Während dieser Zeit unser Garten dann wächst und wächst und wächst. Und am Schluss werden dann nach diesen 8 Runden die Siegpunkte gewertet. Wir bekommen Siegpunkte, wie gesagt, für die Blumenfelder, in Abhängigkeit davon, wie viele Schmetterlinge wir an den entsprechenden Blumen haben. Für jede übrig gebliebene Raupe bekommen wir einen Siegpunkt. Wir bekommen für unsere zwei größten Blumenfelder Punkte in der Höhe der Anzahl an Teils, die dieses Blumenfeld gründen. Gehen wir davon aus, das sind jetzt in diesem Fall hier diese beiden Dreierfelder. 1, 2, 3 Teils, 1, 2, 3 Teils. Bekommen wir für jedes Feld, also für jedes Teil, 2 Punkte. Zusätzlich bekommen wir Punkte für geschlossene Wiesenfelder, bei denen Schmetterlinge eingekreist sind, also die von Blumenfeldern umgeben sind. Jeder Schmetterling gibt uns einen Punkt. Jetzt hatten wir noch den Gartenzwerg erwähnt. Wenn wir den bekommen hätten, dürften wir ihn am Ende der Gardening Phase entweder auf ein Blumenfeld platzieren oder auf ein Wiesenfeld. Am Ende des Spiels, wenn sich der Zwerg auf ein Blumenfeld befindet, das zu unseren beiden größten zählt, bekommen wir jedes Teil 3 Punkte anstatt 2. Befindet sich ein Zwerg auf einem geschlossenen Wiesenfeld mit Schmetterlingen, zählt jeder Schmetterling nur 1 Punkt, sondern 2 Punkte. Das sind dann im Prinzip auch schon alle Regeln für das Basisspiel. Dann gibt es noch die Erweiterung Beyond the Meadows, die uns noch viele verschiedene Möglichkeiten bietet. Einmal gibt es dann noch zusätzliche Tiles, die beispielsweise Wildblumen enthalten. Die sind dann wirklich wild, das heißt, es sind Joker-Symbole. Diese Blumenfelder können an jedes beliebige Blumenfeld angelegt werden. Und es gibt auch noch diese Honigbienen. Befindet sich eine Honigbiene an einem abgeschlossenen Blumenfeld, zählt dieses Blumenfeld, als wäre es ein Teil größer, als es eigentlich ist. Wir haben dann noch zusätzlich auch diese Vogeltränken. Wir haben hier jetzt zum Beispiel auch schon eine Vogeltränke abgebildet. Nehmen wir so einen Teil, legen es in unserem Garten aus, platzieren wir so eine Vogeltränke hier rauf. Diese zählt am Ende des Spiels einen Siegpunkt. Dann haben wir auch noch die Prädatoren. Am Anfang des Spiels werden 4 von diesen Karten hier von den verschiedenen Prädatoren ausgewählt und die werden bei der Auslage ebenfalls mit auf diese Tiles gelegt. Jeder Prädator hat dann eine eigene Regel. Als Beispiel gibt es den Frosch. Der Frosch kann gegen einen beliebigen anderen Spieler gespielt werden. Dieser muss einen Schmetterling aus seinem Vorrat komplett aus dem Spiel entfernen, darf dafür einen Teil aus dem Sack ziehen. Diese Schmetterlinge sind nämlich begrenzt. Das heißt, im Zweifel hat man nicht mehr genügend Schmetterlinge, um hier weiter auch die Blumen zu platzieren. Und ja, das ist durchaus auch möglich. Dann haben wir beispielsweise auch noch die Wespenspinne. Diese Wespenspinne kann
an eine beliebige Blume gelegt werden und zählt wie ein neutraler Spieler, der zwei Schmetterlinge an der Blume hätte. Das heißt, hiermit kann ich durchaus einen Spieler von einer Position verdrängen. In diesem Fall hätten wir hier ja zum Beispiel zwei Schmetterlinge. Würden wir aber die Wespenspinne hier hinten an diese rote Blume legen, wir haben nur einen Schmetterling, würden wir dadurch schon weniger Siegpunkte bekommen. Dann gibt es noch die Schlange. Befindet sich die Schlange in der Auslage und ich nehme das Teil, muss ich das mit in meinen Garten platzieren. Das ist im Prinzip am Ende des Spiels einfach ein Siegpunkt weniger wert, also ein Minuspunkt sozusagen. Dann gibt es noch Bonuskarten. Aus diesen Bonuskarten können am Anfang des Spiels auch welche ausgewählt werden und sichtbar für alle Spieler platziert werden, die noch weitere Möglichkeiten bieten, am Ende Punkte zu bekommen. Und als letzte Erweiterung gibt es dann noch die Vögel. Diese Vögel werden ebenfalls bei der Auslage mit platziert. Ziehe ich einen Teil aus der Auslage mit einem Vogel, darf ich diese in meinem Garten platzieren. Die sind am Ende des Spiels einen Siegpunkt wert. Es gibt drei verschiedene Vögel. Habe ich ein Set von drei verschiedenen Vögeln zusammen, sind sie nochmal zwei Siegpunkte wert. Soweit die Regelübersicht. Vielleicht noch eine Kleinigkeit zu der Produktionsqualität. Insgesamt ist die Produktionsqualität wirklich sehr, sehr gut, bombastisch. Das Einzige, was ärgerlich ist, die Schmetterlinge fallen sehr, sehr leicht von diesen Klammern ab. Ist natürlich nervig, insbesondere wenn es während des Spiels passiert. Es lässt sich leicht mit etwas Kleber beheben, aber dennoch schade. Was ich sehr gut finde und unheimlich fortschrittlich, wir haben hier diese Gärtner. Für diese Gärtner gibt es dann im Spiel Aufkleber. Und man kann für jede Figur wählen, welche Hautfarbe man diesem Gärtner geben möchte. Finde ich sehr, sehr schön. Der einzige Nachteil ist nur, dass sie leider vergessen haben, für diese Aufkleber hier oben diese spiegelverkehrt zu drücken, sodass sie dann auch auf die Rückseite geklebt werden können. Dadurch kann man jetzt leider nur eine Seite bekleben. Auch Kleinigkeit, aber natürlich etwas schade, dass sie es hier vergessen haben. Ansonsten, wie gesagt, Spielmaterial bombastisch. Und dann schauen wir uns doch jetzt einmal an, was wir als Fazit für Papillon haben. Soweit, so gut. Das war unsere Regelübersicht zu Papillon. Ein wirklich, wirklich schönes Spiel. Nicht nur vom Spielmaterial her, sondern wirklich auch vom Spiel selbst. Wie gesagt, 14 Jahre und darüber ist meines Erachtens ein bisschen hochgegriffen. Ist auch durchaus spielbar für jüngere Spieler, insbesondere das Spielmaterial auch sprachneutral ist, wenn man jetzt mal von ein paar Karten der Erweiterung absieht. Es steckt auch wesentlich mehr Interaktion in diesem Spiel, als man anfänglich vermuten mag. Natürlich kann man auch in Ruhe vor sich hinbauen und am Schluss gucken, wie man dann von den Punkten her abschneidet, insbesondere wenn man nur die Basisvariante spielt. Aber es empfiehlt sich schon, hier einfach zu schauen, was die anderen Spieler auch tun, wie sie ihre Teils entwickeln, um herauszufinden, auf welche Blumenfelder sie sich jetzt gerade fokussieren, dass ich hier gegebenenfalls dann auch diese Blumen streitig machen kann, dass ich vielleicht eine Idee habe, auf welche Teils sie es auf der Auslage absehen werden, wie viele Raupen sie bieten werden oder vielleicht auch nur noch bieten können. Und mit der Erweiterung Beyond the Meadows habe ich dann die Möglichkeit, das Spiel eben auch noch nach Belieben zu skalieren. Insbesondere mehr Interaktion bieten dann auch noch die Prädatoren, wo ich dann auch andere Spieler gezielt attackieren kann. Das Schöne bei Beyond the Meadows ist aber, es bringt im Prinzip mehrere Erweiterungen und man hat die Möglichkeit, einfach selbst zu entscheiden, welche möchte ich denn mit reinnehmen. Möchte ich die Prädatoren mit reinnehmen, die Vögel, die Bonuskarten, die Zusatzteils oder eben halt die Vogeltränke und so weiter und so fort. Von daher lässt sich Papillon wunderbar skalieren von einem einfachen, ruhigen Familienspiel zum anspruchsvolleren Kennerspiel. Aber durch die Erweiterung wird die Spieldauer auch nicht in die Länge gezogen. Das heißt, egal wie viele Erweiterungen ich hinzufüge von Beyond the Meadows, die Spieldauer von 30 bis 45 Minuten wird durchaus auch noch eingehalten. Ja, vielleicht noch zur Produktionsqualität. Dass das Spielmaterial wunderschön aussieht, haben wir jetzt eben schon gesehen. Also die Produktionsqualität ist insgesamt sehr bombastisch. Was mir sehr gut gefallen hat, das finde ich unheimlich fortschrittlich, dass man diese Gärtnerfiguren eben auch in unterschiedlichen Hautfarben bekleben kann. Umso ärgerlich ist es natürlich, dass sie dann vergessen haben, die Aufkleber für die Rückseite spiegelverkehrt zu drucken, sodass man jetzt im Prinzip leider nur eine Seite des Gärtners bedrucken kann. Okay, Kleinigkeit, aber ist natürlich schade. Bisschen ärgerlich ist auch, dass die Schmetterlinge sich von den Klammern lösen, lässt sich mit etwas Kleber leicht wieder reparieren, aber ist natürlich auch schade und insbesondere nervig, wenn es während des Spiels passiert. Kleinigkeit, nichtsdestotrotz, 8 von 10 Punkten für Papillon.
Dann danke ich dir fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat die Spielerrezension gefallen. Falls du es noch nicht getan hast, kannst du gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Und sind irgendwelche Begriffe gefallen, die es nichts gesagt haben? Tilelaying, Area Control. Kannst du gerne auf unsere Website gehen, da haben wir ein Glossar, da sind alle möglichen Spielbegriffe noch einmal für dich erläutert. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Stay geeky.